Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, leider hatten die drei vor einer Woche vorgestellten schwarzen Katzenkinder bisher überhaupt kein Glück. Für die ältere, auf dem Gelände der Regenbogenschule Gotha gefundene Mieze haben sich keine Besitzer gemeldet. Und für die beiden Katzenbabygeschwister gab es auch keine Interessenten. Wir wollen nochmals an die drei Morde erinnern. Heute stellen wir die Mischlingshündin Bea vor, die ein trauriges Schicksal ereilte. Bea musste schweren Herzens aus familiären Gründen im Tierschutz abgegeben werden. Die Hündin hatte am 7. November 2017 ihren ersten Geburtstag und lebte bis jetzt in einer Familie als Wohnungshund. Sie ist eine ganz soziale, liebe Hündin und spielt für ihr Leben gern. Da wahrscheinlich die Zeit fehlte, hat Bea jedoch noch nicht allzu viel gelernt. Wenn man Kontakt zu ihr hat, merkt man aber gleich, dass sie sehr gerne lernen und ihren Menschen gefallen möchte. Sie wirkt ganz aufgeweckt und intelligent. Nach Angaben ihres früheren Besitzers kommt Bea mit Kindern, Artgenossen und Katzen sehr gut aus. Die Hündin wurde bereits kastriert, sodass sie auch als Spielgefährtin für einen Rüden gut geeignet ist. Bea kann in eine Familie kommen, zu einem Ehepaar oder auch zu einer Einzelperson. Hauptsache, sie gehört richtig dazu. Ein Hofhund soll Bea auf keinen Fall werden. Wenn zu einer Wohnung ein Grundstück gehört, wäre das sehr schön für sie. Eine Bedingung aber ist das nicht. Bea hat ein kleines Handicap. Die Kniescheibe ihres linken Hinterlaufs verschiebt sich manchmal, weshalb sie dann etwas hinkt. Das Problem ist tierärztlich abgeklärt worden und muss nicht behandelt werden. Sie kommt gut zurecht damit. Es wäre doch eine große Freude, wenn Bea Weihnachten mit einem neuen Menschenrudel verbringen könnte und die Zeit in der Arche Noah nur eine kleine Brücke bliebe. Bea ist natürlich gechippt, geimpft und entwurmt.